Da Kylo kein Dock hat, hab ich hier ein Dock Feels. Okay, Mann. Können wir aufhören, das Talk zu nennen? Einfach nur. Und das wieder TikTok nennen wir wieder normal. Now we'll never know what's behind the last box on the M&M Advent Calendar. It's M&M's, Peter. They've all been M&M's. You don't know that! You ate my whole family, you fat bastard. One more day. Ich frage mich, ob M&M's für sowas bezahlt. Also ist das eine Produktplatzierung? Zahlen die für sowas? Warum sollte es sonst M&M's sein? Sonst könnten die auch irgendwas anderes im Hershey's oder so. Ich weiß nicht. Check das mal ab, wann wieder Fortnite. I don't know. Was ist das? Oh, er verkauft auch alle Frauenkarten auf Krampf, nur für den Joke Schul. Oh nein. Bro. Papa Platt hat auch einen coolen Song, den du singen kannst. Oh no. Heute singen wir ein Lied vor Papa Platte. Papa Platte, danke, ich danke dir wirklich, das war so dolle. Und es wäre ein Traum, wenn du das Video siehst, ja. Und jetzt sing. Ich hoffe, er macht wenigstens den Schwänze. Nee, Bruder, ich hoffe, er macht nicht den Schwänze. Der Song ist ein bisschen weird, er ist ein bisschen jung. Singen wir das Lied, let's go. Sieht den Hoodie auf. Ey, ich habe tatsächlich heute, es wird niemand jucken, aber ich habe das mit Patrick zusammen, geiles Bild, ich habe das mit Patrick zusammen gemacht, so heißt der Guy, der den Beat gemacht hat. Und den habe ich tatsächlich heute getroffen, Bro. Der war zufällig in Köln, als ich bei meinem Zahnarzt war. Random. Er hat niemanden gejuckt, perfekt, ich wollte es trotzdem erzählen. Guter Mann. Big Shoutout. After all, I'm falling for you. Ich setze den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Hold up, Airpods in meinen Ohren, ich glow. Oh, die Booty cold, halt mich wahr, wieder wach. Lauf durch die Stadt bis zu ihr, setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Oh, Airpods in meinen Ohren, ich glow. Und die Booty cold, halt mich mal wieder wach. Laufe durch die Stadt bis zu ihr. Shorty ruft mich an bei FaceTime, Lippen sind rot. Hotline bling wie die Drake Line, sie ist alone. Robin schwert dich schnell. Oder er kämpft gegen den Beat, Bruder. Er kämpft gegen den Beat. Junge Lil Bro hat Machete rausgeholt und arbeitet sich durch den Beat durch. In weiß war und laufe los. Brauche einen Standort, den ich weiß, wo sie wohnt. Vibe zu 16er Elvis, hit it different. Yo Leute, das war's dann mit dem Song. Ich hoffe, Papa Platte sieht das Video und G steht für Gannon. Ciao, Leute. Ey, Bruder, ist das scheiße. Ich war genau der 1000. Like. Okay, aber oh, kann der Theoretiker irgendwie etwas einstellen? Er hat mehr Sachen gemacht. Ja, das ist bei Travis auch schon mal passiert. Aber ich glaube, da haben die ja bessere Connections zu Spotify oder so. Ein Zuschauer hat sich gewünscht, dass wir Baller los singen. Oh, von Bero. Und ja, weil du singst voll cool. Das ist sehr nett. Ja. Dankeschön. Es wird Zeit, los. Meine Mermi ist auf dem Schoß. Gute Ha wird bald groß. Mero, besser Mermi als das Flow. Original. Baller meine Packs, die Texte für die Neider. Ey, no joke, ich kann schon verstehen. Also, ich habe den nicht so krass gefühlt, aber ich check schon, wann man Baller losgefeiert hat, auf jeden Fall. Oh mein Gott, er hat Miss Jackson gemacht. Haben wir das schon gehört? Ein Zuschauer hat sich gewünscht, dass wir Pascha nimm singen. Und das machen wir jetzt. Das Lied heißt Mrs. Jackson. Spotify, war das gewollt? Ja, sie sagt, wie sie will mich sehen, weil sie kann mich nicht vergessen. Und sie fragt, ist das für immer? Doch, ich kann's dir nicht versprechen. Und ich. Bruder, Hilf! Heute singen wir Apo RED Photoshop. Ja, und dann fangen Photoshop wir mal an. Und war heute ein mit ein bisschen Beatboxing. Yeah. Nagelneuer Benzer. Arme aus dem Fenster. Baller mit der MK. 4-8, der Typ, der auf dem Spielplatz gedealt hat. Trägt neue Sneaker. Schon wieder im Wert von einem Tier. Oder was soll diese Line überhaupt heißen? Trägt neue Sneaker im Wert von einem Tierpark. Park. Baller meine Lines, trage meine Scheins und weiß. Bruder, das ist alles cool, was du machst, aber für mich ist der einzige Musiker auf ganz TikTok ist er hier, you know? Hallo liebe Leute, warum läuft nur diese blöde Kaufland hier? Pau. Kaufland, ich hasse Kaufland. Ich sprenge das alles in der Luft hier. Digga. Er ist der Beste. Er ist der einzige TikTok-Musiker für mich persönlich. Geh mal auf sein Profil, er hat so viel Neues. Hier Rauch, fang. Rauch, fang, Hähnchen, lecker. Lecker Hähnchen, essen. Und die, da ist Kaufland Eingang, diese blöde Eingang. Und da ist Pfanddosen abgeben. Hallo liebe Leute, ich möchte, dass ihr mich folgt.
aufgeschrieben und folgt mir. Unendlich Beats gibt's danach, nach, nach. Hier ganze Busse stehen hier. Bus hier alle. Sieger Endstation. Digga, mach Hagebaumarkt und sag Respekt, wer es selber macht. Pö au. Digga, geile Anweisung, Dog. Und hier, wo alle Busse in Banff hier rein. Hier ist netto. Ist nicht mein Humor, Bruder. Was? Das ist Peak WTF. Hier ist netto. Netto billig einkaufen hier netto. Endlich über netto Video machen. Okay, warte mal. Wie findet ihr den hier? Leute, Jason wurde paniert. Bro, das ist so ein Channel, er hier. Jason, panieren bitte? Damit dieses okay, Meme... Okay, damit ihr kurz checkt. Der Typ ist halt so ein TikToker und der hat sich halt irgendwann mal eine Fritteuse gekauft und fängt halt jetzt so an, so Dinge zu frittieren. Die Knoblauchwürfel sind der Wahnsinn, ich liebe die, aber kennst du auch schon... Nie wieder Knoblauch schneiden oder hacken, weil die gibt's einfach so fertig tiefgefroren. Ich hasse Knoblauch schneiden, aber was ich... Ja, komm, aber frittier jetzt mal wieder was. Naja, der Typ frittiert halt immer so Sachen, okay? Und dann haben halt immer alle reingeschrieben, dass er seinen Sohn Jason panieren soll. Jetzt endlich ein Ende hat, ist es soweit. Ich bin gerade ein Ananas und Jason wird jetzt paniert. Und zwar da hinten am Strand. Und damit das ein für alle Mal jetzt ein Ende hat, ich will dann auf TikTok nichts mehr von Jason panieren lesen. Wir haben nur noch eine kleine Bedingung. Es fehlen nur noch 35.000 zu 3,6 Millionen. Also es müssen nur noch 35.000 Leute das Plus wegmachen. Und dafür haben wir jetzt 2 Wochen Zeit. Wir sind jetzt 2 Wochen im Urlaub. Bruder, panier jetzt Jason, WTF? Was soll die Scheiße? Panier irgendwas. What the fuck, Bro? Digga, am schlimmsten wirklich, also das größte Verbrechen, was ich gesehen habe. Jason panier... Ja, chill mal jetzt. Da, wo er den Döner frittiert hat, Alter, das war wirklich... Hier. Wann panierst du mal einen Döner? Leute, ich hol's da vorne eine Dönertasche, dann geht's nach Hause und die werde ich panieren. Oder wer sagt Dönertasche? Holy shit. Alter, das ist schon das größte Verbrechen. Er hat gesagt, ich hole 2 Dönertaschen, eine für mich und meinen Sohn. Und jetzt wird paniert. Soll ich eine Dönertasche panieren? Ja. Soll ich sie jetzt panieren? Ja. Okay. Dann brauchen wir natürlich... Jason panieren. Bruder, panier Jason, Alter. Ey, Mann, das ist so ein Banger. Wovon ich nicht mehr so viel hab. Paniermehl und Eier. Das ist so, wie wenn man zum Kondom Schwimmelbeutel sagt. Das habe ich noch nie gehört, Bruder. Ich kenne nur Lümmeltüte oder sowas. Und den paniere ich jetzt kurz. So, und jetzt kommt der paniert Döner. Oder... ins Öl. Das ist bodenlos. Das sieht doch schon gut aus. Und das ist jetzt der panierte Döner Nummer 1. Und Nummer 2 wird gerade gemacht. So, und so sehen die fertigen... Was machst denn du da mit Messer? Na, hör mal. So, Leute, guckt euch den panierten Döner an. Boah, ich weiß nicht, ob ihr mal zu Hause was frittiert habt, aber ich finde, man fühlt sich danach so unfassbar räudig einfach. Man fühlt sich wie so ein Obernuttensohn danach, Alter. Die ganze Küche mockt einfach nur. Digga, einfach nur ekelhaft, wirklich. Nee, Mann. Ich hoffe, es ist genauso Arsch wie die von Kylo. Digga, ich hab eine neue Brille und bei Gott, das hat mich an irgendwas erinnert. Alter. Ja. Bro, ich fand Disneys große Pause, ich wollte gerade sagen, Deutschlands große Pause, Digga. Ich fand Disneys große Pause, no joke, nicht so geil, wie alle gesagt haben. Okay, Ladies. Keine Hashtags, keine Caption. Falls euch das Video angezeigt wird, dann sollte es euch erreichen. Was sagen denn die Karten? Die erste. Oha. Geh offline und fokussiere dich auf dich selbst. Digga, Exodia, Bro. Holy shit, weird flex, Eda. What the fuck? Weird flex. Bin falsch abgebogen auf TikTok. Oder man kann auf TikTok nicht. Man kann auf TikTok nicht richtig abbiegen, you know? Oh Gott, was ist das? Oh Gott, was ist das? Ich hab Angst, dass da irgendwas kommt, was ich nicht sehen will. Okay, doch, es geht. Immer wieder, wenn ich traurig bin, dann winke ich der Kellnerin. Und die geile Kellnerin, die stellt mir dann ein Bierchen hin. Immer wieder, wenn ich traurig bin, dann winke ich der Kellnerin. Und die geile Kellnerin stellt das Bierchen hin. Ja, wenn der Pegel stimmt und wir so voll wie eine Rakete sind. Oh, Olaf Scholz, Fragezeichen, hat jemand geschrieben. Dann wird der Abend toll. Stark, stark. Olaf? Olaf, was machst du da? Oder was zum Flying Fuck?
für ihre Tochter Miss Jackson. Ich bin auf Grenzen gegangen. Ja. Miss Jackson. Ah. Ich hab das Gefühl, so werde ich sein später. Ey, aber no joke, der Bruder sieht fresh aus. Ey, ich sag ehrlich, der sieht fresh aus. Wenn du so später aussiehst, Digga, easy. Ultra geil. Wir schon lang fett der Schiele. Bruder. Frechheit der Kerl. Digga, wir haben dieselben Haare. Bro, hä? Das ist Face-App, oder? Es ist so gut, dass es Face-App ist. Ich glaube, es ist keine Face-App. Oder ist es? I don't know. Vielleicht ist es auch und es ist der größte Troll überhaupt. Spanier und Gavia, Noten aus Bulgaria. Hey, over im Land Rover, denn ich bin Killi. Wir sind Mafia, Champagner und Gavia, Noten aus Bulgaria. Ja, hey, over im Land Rover, denn ich bin Killi. Muss. Wenn deine Alten chillen will, kein Problem. Ich hab das geschrieben im Taxi für ihre Tochter. Auf 300 Sachen, geh voll aufs Ganze. Für Höchstgeschwindigkeit muss ich was tanken. Chopper locker, mach mal Schuss klar. Gib den Wodka heute. Ja, doch. Mehr Gewehre, mehr Drohnen, mehr Morde, mehr Dramen, mehr Sorgen, mehr Bargeld, der Porsche verkabelt. Hau das Kilo durch die Stadt, muss sein Best sein. Kreuz die Finger für Tupac und für die Westside. Und dann küsst du mich auf. Oder was ist das für ein Account? Was ein Jam. Kein Problem, trink ein Scheibe-Milch von Sir und ich trag Polo Ray Florin. Fühl mich wie 2008 oder auch 2010. Also, können wir das Mysterium jetzt mal lösen? Ist er oder ist er nicht fake? Oder redet er hier vielleicht? Sag nicht, du kennst mich ja, Chara, weil du meine Tracks gehört hast. Mich auf Facebook gestalkt hast. Es ist Face-App, oder? Es gibt kein Video, wo er redet, sondern nur Bilder. Was für mich ziemlich sassy ist.